Ich drehe mich wieder zur Seite. Und jetzt will ich aber Nav sehen. Es ist Nav. Hey Kinders, willkommen zum aktuellen Case Opening. Die netten Leute von Skin Baron haben mir wieder etwas Geld zurechtgestellt. Und damit kaufen wir uns ein paar Schlüssel, um dann Kisten zu öffnen. Also wie letztes Mal auch, auf Zubehör und dann auf Schlüssel. Man bekommt ja wohlgemerkt die Schnäppchen zuerst angezeigt. Und wie ihr sehen könnt, sind die Preise nach wie vor richtig sick. Also um einiges günstiger als auf Steam, beziehungsweise eben in Counter-Strike. Ich habe mir schon aufgeschrieben, welche Sachen wir heute öffnen. Natürlich kommen ganz klar Glove-Kisten dran. Man klickt drauf und sieht dann die Angebote. Das sind von echten Menschen die Angebote, deswegen ist der Preis auch unterschiedlich. Aber es gibt hier 53 für 1,65 Euro. Ich brauche aber nur 7. Und natürlich kriegt man dann die günstigsten. Solange bis sie leer sind, dann würden die hier kommen und so weiter und so fort. So, die 7 machen wir schon mal in den Warenkorb rein. Man sieht also hier oben 11,55 Euro haben wir schon. Und da auch nochmal, für welchen Preis wir sie gekauft haben. Des Weiteren brauche ich noch 3 Spektrum-Schlüsselchen. Jetzt seht ihr hier, wir haben 49,57 Euro und eben auch nochmal die Aufzählung oder Aufstellung der einzelnen Keys. Weiter. Skin Baron-Konto. Man kann übrigens auch mit Bitcoin bezahlen. Und here we go. Und jetzt werde ich gleich eine Handelsanfrage erhalten und nach diesem Code werde ich Ausschau halten in der Handelsanfrage. Ich lasse das einfach offen, ich kopiere aber trotzdem, falls es sich schließen sollte. Und jetzt schaut mal, was wir bekommen haben. 7XQJQ. So, da sind alle gekauften Schlüssel drin. Das heißt, man bekommt bei Skin Baron auch nicht 1000 Trades, wenn man viel einkauft, sondern alles in einem Trade, was sehr angenehm ist. Dann responde ich mal. Läuft. Und was haben wir denn da? 67 neue Items. Ich habe halt noch die ganzen Kisten rübergeschoben, auch die jetzt geöffnet werden, weil ich auf dem zweiten Account jetzt noch nicht alle Sachen hatte. Und schon beginnt das Case Opening. Ich würde sagen, wir machen direkt mal wieder eine Glove Case auf. Komm, Glove, Glove, Glove. Gott, habe ich ja viele Glove Cases. Wir hätten viel mehr Glove Cases aufmachen können. Naja, natürlich spekuliere ich hart auf die Gloves, ist logisch. Los geht's. Schön durch auf die Gloves. Oder auf die Cirrus. Warum nicht? Na komm, sie sieht schon gut aus. Das will ich jetzt nicht, ne? Minimalware, super Ding, super Ding. Da lacht mich direkt dieser Operation Hydra Key an, dieser eine, kleine. Da haben wir auch nur eine Kiste. Was ist da nochmal alles drin? Oh, die Onitai GGE ist da drin. Komm. Onitai G oder hier, das sind auch Gloves drin. Okay. Ah, schön. Die Briefing mag ich ja tatsächlich, aber halt jetzt auch nicht so arg, dass ich sagen würde, ja gut, eine Briefing ist schon was. Ach ja, so ein Chroma 1 Ding könnte jetzt auch mal ranklatschen. Ja, da habe ich ja irgendwie doch fast alles. Egal. Ich nehme halt einfach mal das Rare Special Item, das von hier reingeflogen kommt. Ich habe es echt noch nie gesehen. Immerhin Star Trek. Chroma 2, was war da so? Oh, die Neon Rider. Alles klar. Ich will endlich diese scheiß Neon Rider. Komm, dann nein. Geil, ohne Desert Eagle. Weil ich auch keine anderen Desert Eagles habe, ne? Nee. Da muss nochmal hier eine Glove-Geschichte ran. Damit auch schön die Gloves hervorstechen. Ich mach die Augen zu. Ich warte aufs Geräusch. Crap. Ah! Battlescared auch noch! Na, vielen Dank! Phoenix, du machst das jetzt. Wisst ihr noch, letztes Mal, da habe ich die Augen zugemacht, da kam was. Ich mach's nochmal zu. Aber ich höre nicht aufs Geräusch, weil das verrät einem eigentlich schon, ob man was Gutes oder was Schlechtes hat. Bah! Oh. An der Guardian vorbei. Ja, na klar, für eine Sandstorm. Schön. Das ist wirklich schön, dass es eine Sandstorm geworden ist. Naja, herrlich. Chroma 2, du machst das jetzt, das Rennen. Neon Rider! Come on! Ja, ne. Ne Tiger, ja! O Spectrum. Was bringst du uns heute Gutes? Ich hoffe doch etwas aus diesem unteren Bereich. Mit Spectrum habe ich, glaube ich, bis jetzt immer Glück gehabt. Fuck! Eine Ripple! Oh, eine schöne Ripple. Ja. Alles klar, Chroma 2. Also bis jetzt ist es echt unglücklich. Irgendwas muss doch noch kommen. Komm schon. Ich hatte noch nie nur Blue. Oh mein Gott, komm, die Eco könnte... Ja, eine Deagle. Okay, Game, gib mir die Deagle. Ja, danke schön. Wir haben jetzt übrigens schon 3 Stück. Also da kann ruhig noch eine weitere kommen. Ich verbrauche jetzt einfach mein ganzes Pech. Und dann hau ich bei den Gloves rein. Aber ich glaube, mein Pech ist jetzt schon verbraucht, oder? Nee, ist es nicht. Nee, gut, ist es noch nicht. Das werden wunderbare Giveaways, Leute. Wunderbare. Also komm, Chroma. Jetzt mach mal hinne hier. Irgendwas Gutes. Muss es doch jetzt sein. Chroma. Ja, schon wieder eine Deadly Poison. Ja, ich versuche heute möglichst viele Zwillingswaffen zu ergattern. Das glaubt zumindest gerade Counter-Strike. Also wenigstens jetzt mal hier die Muertos rein. Komm.
Ja. Ist die gut? Ist die gut, die Naga? Ja, die ist schon nicht schlecht. Oh, well worn, okay. Warum auch nicht direkt den Battle Scared? Also, das ist wirklich bis jetzt kein sehr glückliches Case Opening. Wir schütteln mal kurz die Hände aus, macht mal alle mit. Pech wegschütteln. Und jetzt holen wir mal einen Glove da raus hier. Zumindest einen. Den anderen ziehe ich dann ein andermal. Ah, immerhin schon mal ein Flashback. Mecha Industries wäre auch geil gewesen. Okay, okay, okay. McLove, not war. Zwar ein bisschen dezent, aber schick. So kann es doch gerne weitergehen, Spectrum, oder? Was sagst du dazu, ha? Komm schon. Hau mir die nächste geile Bombe raus. Pech wegschütteln, du musst das Pech wegschütteln. Ich hab nicht fest genug geschüttelt. Naja, Zander, wow, juhu. Die ist so geil. Du musst härter schütteln! Oh! Naja, immerhin ein bisschen Purple-Kram. Die Heat ist natürlich auch nochmal ein Skin, der mir ganz gut gefällt. Was ist hier los? Heaven Guard habe ich jetzt auch schon 30 Millionen Mal im Inventar, oder? Spectrum, du bist es jetzt. Du bist es jetzt. Here we go. Ha. Spectrum, du bist einfach nett. Ja, gut. Also es könnte oder sollte jetzt wirklich mal was Gutes kommen, sonst werde ich hier noch wahnsinnig. Ah, ja gut. Ja, sehr schöne Deadly Poison. Geil. Komm, jetzt nehme ich noch die letzte Deadly Poison, weil es die letzte Kiste ist und dann packe ich ein. Wow. System Lock, das ist so wie zwei Deadly Poisons. Operation Phoenix, was hast du noch so zu bieten? Scheißdreck hast du zu bieten. Wenigstens die Chamäleon. Komm, wenn schon, denn schon. Es macht wirklich Spaß. Es ist so nass. Es ist so nass. Noch nicht mal ein schönes Pattern. Die hatte noch nicht mal ein schönes Pattern. 3 Sandstorm haben wir heute gezogen, ne? 3 Diegelbronze-Eco-Bummel-Kacke. 3 Deadly Poisons. Und ja, was will man mehr? Ja, vielleicht ein paar Glas. Und die kommen jetzt auch. Tsching, tsching. So, Phoenix. Mach einfach jetzt irgendwas. Ich drehe mich kurz hier zur Seite. Ungefähr hier hin. Und jetzt ist es enough. Nee, Game will mich heute so richtig kaputt ficken, glaube ich. Ich drehe mich wieder zur Seite. Und jetzt will ich aber Nav sehen. Es ist Nav. Roma 2. Ich hoffe, diese Ziehung wird jetzt einiges an dieser Ausbeute ändern. Die zweite Grand Prix, aha. Naja, mit sowas kann ich einfach leben. Mit sowas kann ich wirklich leben, mit einer Grand Prix. Ich kann damit leben. Aber es könnte jetzt schon noch irgendwas so Mittelprächtiges kommen. Oder halt noch eine Grand Prix. Ach. Ah, okay, wir machen die Glove Cases am Schluss auf. Ich will jetzt noch hier diese beiden Schlüssel verbrauchen. Und dann hoffen wir wirklich auf die Gloves. So viel Pech kann nur mit einem dicken Glücksbatzen belohnt werden. Jetzt kommt die... Oh, Heat. Tatsächlich ein Skin, der mir sehr gut gefällt. Und sie ist sogar FN. Sehr schön, sehr schön. Aber hat halt keinen Stat-Track. Schade. So, Chroma. Here we fucking go. Was hast du mir jetzt noch zu bieten für eine Kacke? Ah, eine Bronze-Deko! Gut! Habe ich schon lange nicht mehr gewonnen. Leute, demnächst ist Bronze-Deko-Giveaway. Woo! Alles klar, 3 Glove-Schlüssel sind noch übrig. Ich mach die letzte mal auf. Da ist ja meistens was drin, was Gutes, was Goldenes. Eine Turf, aha. Die sieht so aus, wie sie heißt. Dann mal die erste. Vielleicht kommt da ja doch noch, vielleicht ist da ja mal gucken, ein Stinger. Okay. Wir sind heute noch nicht über Purple drüber gekommen. Ist doch Wahnsinn. Costa Quanta 30 Cent, ha, naja. Letzter Schlüssel. Ich wähle hier eine Kiste aus. Habe ich eine... Ja, das ist die Glove-Kiste. Krasse Musik einblenden. Na Turf! Ja, sehr schön. Diese Ausbeute ist wirklich enorm. Ihr könnt euch auf die überkrassen Giveaways freuen. Nichtsdestotrotz natürlich hier an der Stelle nochmal ein riesen Dank an Skin Baron für die finanzielle Unterstützung, um dieses Case Opening hier zu machen. Wenn ihr Skins kaufen oder verkaufen wollt für echtes Geld, dann seid ihr da direkt an der richtigen Adresse. Der Link ist in der Beschreibung natürlich ganz oben. Das ist mein Partnerlink. Und am Anfang habt ihr auch gesehen, mit diesem Code kann man sich auch anmelden und ist dann über mich gepartnert. Ich hoffe, dass das nächste Mal wieder deutlich besser laufen wird. Immerhin haben wir jetzt wieder einiges für die Giveaways in den Livestreams. Da haue ich ja jedes Mal 2-3 Skins raus. Da wird es dann einiges hiervon geben. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier sind irgendwelche Sachen zum Anklicken, Playlist und so Kram. Let's go.